So, mal gucken, wo wir lang müssen, wa? Akustische Signale weisen. Ja, stimmt. Stimmt. Wo ist denn mein Roboter? Ich habe ja gar keinen Roboter mehr. Der ist weg. Ach ja, genau. Wir wollten ja ausprobieren, ob der mir hinterhergeschickt wird, ne? Nicht hier lang gehört. Jetzt sind sie wieder weg oder was? Haben sie keinen Bock mehr. Was war das denn? Erst greifen die mich an und auf einmal sind sie wieder weg. Yo, what the heck? Ich habe die Crozier gefunden. Und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Kiste Remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relay zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Ist er noch komplett eingepackt? Und vorne ist Eis? Kann ich denn hier rüber, ja? Okay, warte mal, dann gucken wir erstmal hier hinten. Hier haben wir einen Lift und hier haben wir noch ein bisschen Gel. Da drüben. So, haben wir immer das. Stasehilfe. Mhm. Ja, wo wir hauen. Okay, das haben wir alles. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Theoretisch könnte ich hier auch runterfahren, ne? Genau. Okay, also wir hätten jetzt. Das Ding hier oder was? Mhm, der kommt rüber, okay. Theoretisch könnten wir auch runterfahren. Ich weiß nur noch nicht, was es mir bringt. Mehr Achsengondel in der Shuttle Bay aktivieren. So, guck mal, dann kann ich hier direkt runterfahren. Hier, was haben wir noch? Suchrobot wartet an der Bank. Okay. Fernsteuerung einsetzen? Haben wir nicht.
Deck. Und die Poppen die Kamera so weit nach vorne. Was ist das denn? So, ich habe hier gar keine Bank, ne? Völlig umsonst runtergefahren. Ich habe ja gar keine Bank hier unten. Mir war so, als wäre hier unten eine, aber. Hab ich mich wohl falsch erinnert? Naja, macht ja nichts. Ist auf der anderen Seite die Bank, okay. Ich würde sagen, wir fahren erstmal runter. Checken hier die Lage. Du warst doch tot. Remote Platine. Gut. Die sind aber auch laut, wa? Holy shit, ey. Wenn die direkt hinter einem sein würden. Aber sind sie nicht. Shut the fuck up.
Kann ich jetzt an die Bank ran? Mal gucken. Nee. Remote-Platine, Shuttle-Remote, achso, brauche ich noch Funkkontrolle, RAS, Ordnungsmodul, ey, hallo, so in der Scheiß. Warum kommen hier so viele Gegner, geht ein voll auf den Sack irgendwie, ey. Hallo Rex, einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Funkcontroller. Nehmen wir mal mit. Zwei von drei Teilen der Fernsteuerung gefunden. Okay. Und hier haben wir das letzte Teil. Alle Teile gefunden. Na, wie war dein Start ins Wochenende? Jobwoche überstanden. Geht's? Herstellen. Nice. Pläne. Den wollten wir haben, wa? Granatwerfer? Nee, warte mal, welcher war nicht? Das war der, ne? Stase-Verstärker? Der Einschüchterer, genau. 650 Wolfram. Na okay, das scheint ein bisschen zu dauern mit dem Wolfram. Hallo Ingo, vielen Dank für den Raid. Jetzt schon? Ich dachte, du zockst noch ein, zwei Stunden. Kann ich ja nicht wieder zocken, nur die Sachen, die ich angefangen habe. Was willst du denn zocken? An deinem Bockerwochenende. Hallo Ingo, hallo Raider. Ne? Hallo Dark. Ja, ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Start, meine ich. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start ans Wochenende. Achso, ist drin, oder? Na dann sammeln wir, mein kleiner Freund. Fast 5 Stunden lang. Das reicht dir schon.
Ist doch ordentlich weit gekommen. Und hast kaum Hilfe gebraucht. So. Den Remote haben wir. Da ist, wir müssen wieder rüber. Wie der da durchmarschiert? Der Ingo? Stellenweise ja. Kleines Beispiel. Das Haus mit den Puppen, ne? Er war ja wieder auf dem Weg wieder zurück ins Dorf. Da hat er die Möglichkeit gehabt, ein abgelegenes kleines Häuschen zu untersuchen. Ist dann dahin, hat's gesehen und dachte sich, nee, hier muss ich ja gar nicht lang. Und aber statt es zu untersuchen, sich umzuschauen, hat er sich um 180 Grad gedreht und ist dann weitergegangen. Das nenne ich echten Entdeckergeist. Nice. Ein echter Abenteurer, ja. Hier muss ich gar nicht hin. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Sollte? Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Die immer mit ihrem Sollte. Was heißt der Sollte? Entweder hebst du da was oder hebst nix. Ne, warte mal. Ziel. Weißt du noch gar nicht. Weißt du doch gar nicht, ob da irgendwas drin ist. Naja, geht ja nicht nur um Village, geht ja allgemein auch darum, ob jemand viel erkundet oder gar nicht so erkundet und einfach nur wirklich den Wegpunkten folgt, ne? Von A nach B, von B nach C, von C nach D. Gibt halt solche Spieler und solche Spieler, ja. Er will was. Sind hier eigentlich immer so viele Gegner? Bräuchte noch mal ein paar neue Bots. Ich glaube, der eine reicht nicht. Suchen tust du wirklich viel an den Orten, wo du sowieso hin musst. Das stimmt schon. Aber dieser Erkundungsdrang, ne, so von wegen, ach guck mal, da hinten ist ein Haus. Da war ich noch nicht. Den hast du nicht wirklich. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht ist ja auch nur ein bisschen Muni drin. Vielleicht ist ja auch nur ein kleiner Schatz drin oder so. Who knows? Ne? Also ich wüsste nicht, was da drin ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt so aus der Erinnerung würde ich jetzt auch sagen, keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht ist da ein Dietrich drin, vielleicht ist da aber auch ein... Keine Ahnung. Nur Munition drin oder so. Ich weiß jetzt selber nicht, was da drin ist. Aber ich hätte zumindest geguckt. Bin ich ganz ehrlich.
Ich wäre zumindest reingegangen und hätte geguckt. Oder ein nettes Detail. Ja, stimmt. Das kann natürlich auch überall sein. Muss mehr Karte lernen. Soll ich dir mal was wirklich zu Herzen legen, was du lernen solltest? Norden, Süden, Westen, Osten. Was damit gemeint ist, meine ich. Norden ist immer oben. Süden ist immer unten. Das ist viel wichtiger. Erstmal. Dass wenn jemand sagt, du musst im Norden der Karte, dann weißt du, okay, ich muss nach Norden, also nach oben. Weil oben kann ja auch bedeuten, du musst nach oben und du bist gerade in einem Haus oder so und denkst dann, ja, ich muss nach oben in den zweiten Stock. Aber eine Himmelsangabe, eine Himmelsrichtung ist schon... Wollte man eigentlich wissen, finde ich. Ich habe eine Idee, Ingo. Hast du so kleine, kennst du diese kleinen Heftpflaster-Pettelchen? Die so hinten so oben diesen kleinen Klebestreifen haben? Mach da so ein Kreuz drauf mit so Pfeile. Ein Pfeil nach oben, ein Pfeil nach links, ein Pfeil nach rechts, ein Pfeil nach unten. Dann schreibst du oben Norden hin, unten Süden. Links schreibst du Westen hin und rechts schreibst du Osten hin. Wie easy ist das? Und ich sag dir, irgendwann brauchst du diesen Zettel nicht mehr. Irgendwann brauchst du den nicht mehr. Ah, hier ist Treibstoff. Ah, wir sammeln natürlich erstmal Sachen ein. Altmetall und am besten Wolfram. Spiel, gib mir mal mehr Wolfram. Nein, kein Gel. Wolfram. Auch keine Platine. Wolfram, Junge. Hör mir doch mal zu. Ob er da wieder nochmal hinkommt, ist Teil der... Ja, es kommt darauf an, ob man noch Backtracking tut. Ne? Ich glaube nicht, dass der Ingo viel Backtracking tut. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich backtracken muss, wenn ich dafür auch was bekomme, wie zum Beispiel mehr HP, eine größere Tasche oder, weiß ich nicht, ein größeres Magazin für eine Waffe oder sonst irgendwas. Ne? Wenn ich dafür irgendwie backtracken muss, dann nehme ich das gerne in Kauf. Weil ich krieg ja dafür was. Ich krieg ja dafür eine Belohnung. Manuelle Verbindung nötig. Do it! Just do it! Bin mir nicht sicher. Ich hau da lieber nochmal rein. Pum. Nein. Nein. Nächster. Pfui. Darfst du dich echt nicht umgucken? Ich habe jetzt gerade nur einmal kurz so nach rechts geguckt. Was ist? Die Leiche, die hier lag. Die hier lag, die ist weg. Unglaublich, dieses Spiel. Einfach unglaublich.
Genau. Einfach umdrehen. Ja, Fletcher-Taste. Tut er wieder weg? Nee. Oh, mir geht's ganz gut, Doug. Wie geht's dir? Danke, dass du fragst. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Dämliche Uralt-Technik, die tapft rein. Oh Gott. Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Pinzette meinst du, genau. Aber dafür muss er den erstmal schreiben. Oh, Feuer mögen die gar nicht, oder was? Aber Loot geben tun sie mir auch nicht gerne, anscheinend. Na gut. Run, Bitch! Warte, warte, warte! Ach nee, da ist wieder Mr. Regeneration, ja. Geh bitte weg. Lass mich mal vorbei. Danke. Komm auf. Komm auf. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Ey, seh nix! Sag mal, Feuer weg! Bleib mal da am Feuer, Junge. Wo bleibt mein Fahrstuhl? Liegen bleiben. Alles klar. Ja, Village ist auch ein geiles Spiel, muss ich sagen, ne? Alles klar, Rex. Vielen Dank für den Lurk. Oh, Muni. Aua. Oh, der Map. Zu weit nach hinten gelaufen, okay. Weiß ich nicht, muss ich jetzt hier nach unten? Warum wird denn hier gerade so künstlich Hektik erzeugt? Hallo Lyfiana. Oh, was ist denn hier los? Kommt das Feuer schon von unten? Muss ich jetzt hier rein? Ist das hier jetzt schon wieder?
Immer alles mitnehmen. Man weiß ja nie, ne? Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Er kann da jetzt nicht losfliegen ohne mich, oder? Muss das echt mal verzögern mit den Nachrichten. Das nicht so offensichtlich ist. Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff. Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Darf ich nicht raufschießen? Oh, ich hätte schon raufgeschossen. Also, wenn wir erstmal... Nee, auch nicht. Hm, will ich nicht, keine Ahnung. Was machen wir dann? Achso, hier. Guck mal hier, diese schöne, dicke, fette Knarre. Let's go. Aktivieren, natürlich. Tschu. Gerade alles weggesaugt. Die Steuerung ist teilweise so überempfindlich, ne? So übertrieben, ey. Los, Isaac, du schaffst das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Ist das ein Versprechen? Jetzt haben wir wieder die schöne, geile Weltraummusik. Ich mag die. Habe ich ja gestern schon gesagt, ne? Ich mag die total. Dieses AN1-Feeling. Ist da draußen gar nicht so ein Roboter? Ach, das sind bloß die Viecher. Okay. Öffnen? Ja. Loot. Nerven die denn so? Krieg ich nicht? Dauerstoff, ja.
Nee, darf ich nicht. Warum auch immer darf ich nicht. Na gut, gehen wir erstmal wieder weiter. Aber ich glaube, wir haben gerade richtig geilen Scheiß gefunden. Ich bin noch nicht sicher, was, aber ich glaube, da war was Geiles dabei. Erstmal schön den Sauerstofftank knuddeln. Macht man ja so, oder? Dass wir diesen automatisch ausrichten, ne? Aber ich wünschte, man könnte das ausschalten, ey. Das nervt. Ich will jetzt zum Beispiel einfach nur so, wie ich gerade gucke, ne? So will ich jetzt runterfliegen. Also, und er guckt nach oben. Siehst du? Ich will dahin. Aber er richtet sich automatisch aus. Das ist so dumm, ey. Ihr seid auch so eine Spuckmeister, wa? Oh, nee, kein Bock auf euch. Ist das mein Eingang? Komm ich doch gar nicht rein, oder? Junge, ich will nach unten. Nach unten. Oh, da war da. Also was man jetzt natürlich machen könnte, was ich jetzt auch gerade die ganze Zeit mache, also jetzt seit ein paar Sekunden, einfach gedrückt halten die ganze Zeit. Dann richtet er sich nie wieder neu aus. Interessant. Aber dann geht Steam auf. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was sie an dem Spiel so falsch gemacht haben. Also bei den Controller. Controls, keine Ahnung. Aber die haben es da irgendwie verkackt. Frag mich nicht warum. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie sagen... Ein bisschen Heilung, ne? Hallo? Achso, Ingo, übrigens die allerstärkste Magnum kriegst du tatsächlich erst, wenn du das Spiel mindestens einmal durchgespielt hast. Und es kostet, glaube ich, auch 1,6 Millionen, um die komplett aufzurüsten. Ja, fangen wir schon an zu sparen. So greedy müssen wir. Ja, du kannst ja alles verkaufen, ne? Das ganze Kleinvieh müsst ihr, die ganze Muni und so, das kannst du alles wegscherbeln. Ich meine, du hast sogar 8 Heilungssachen, obwohl du nicht... Ganz am Anfang hast du ein paar benutzt, ne? Aber jetzt in letzter Zeit gar keine Heilung mehr, ne?
kriegst auch so wenig Schaden. Im leichten Schwierigkeitsgrad. Bin schon fleißig am Sparen. Für den Raketenwerfer wäre sie 4. Oh, da unten. Das ist interessant. Aber hast du den nicht schon? Das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Sind Sie immer so hilfreich? Richtig entsaugt. Ziele und drücke. Okay, wer ist er jetzt hier? Kennt man ihn? Was soll ich denn hier wegziehen? Die Dinger? Piu! Piu! Keine Ahnung, was das war, aber irgendwas hat er geschossen, schon wieder auf mich. Du kleine Mistmade. Mann, dieses Scheiß automatisch ausrichten. Dass man das nicht ausmachen kann, ey. Wo ist denn der jetzt hin? Mann, ey, so ein Schrott, ey, wirklich. Da ist noch irgendwo jemand. Ja. Noch mal so rausgeschissen hat. Der ist gerade vor meinen Augen einfach verschwunden. Das kann nicht wahr sein. Bei 6 hat er den. So, ja. Ja, da spiele ich am liebsten mit dem Bogen, ne? Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Ach, der Typ, der okay, war Leute, die ganze Zeit hier, oder was? Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden
werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. C'est la loot. Ja, wie gesagt, bei 6er spiele ich am liebsten mit dem Bogen. Das ist nämlich auch so eine One-Hit-Waffe. Wissen viele nicht, ne? Aber der Bogen ist sehr, sehr stark. Der macht fast... Also außer die ganz großen Gegner, ne? Aber alle normalen Gegner und alle mittleren Gegner, außer die richtig, richtig großen, macht der Bogen mit einem Hit, macht er alle weg. Der Bogen ist richtig, richtig cool. Ich am liebsten. Na Ingo, wie viele Punkte hast du schon wieder? Sag ich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie fandest du denn das Haus? War doch nice gewesen, oder? Mal was anderes. Flugschreiber. Bocker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut, in der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Spannend, sagt er. Also nicht scary. Ellie, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Eine Bank? Das kriegen wir hin. Wegen dem Baby? Nö. Das ganze Setting. Das ganze Haus. Das Haus ist ja nicht nur das Baby gewesen. Nun wieder, ey. Hör's mal auf. Also wenn die Türen mit so einer Wucht auf und zu gehen, na Halleluja, ey.
So, wie sieht es denn hier eigentlich mit meinen Anzügen aus? Habe ich mal was Neues? Nö. Kann ich denn was upgraden? Dauer? Auf jeden Fall. Dauer ist immer geil. Ich werde mal upgraden bis zu den Dingern, wo ich Wolfram gebrauche. Also wo ich Wolfram aufbringen muss, möchte ich ehrlich gesagt noch nicht. Was ist das nun mal? Ach ja, Chinese, okay. Den haben wir schon. Hier brauchen wir 5 Wolfram für. Ja, okay. 5 würde ich noch machen. Aber 25 wäre mir jetzt zu viel. 5 ist okay, aber nicht 25. Ich will halt diese andere Waffe haben. Ja, und dafür brauche ich 650 Wolfram und ich habe jetzt 75, 74. Das dauert halt leider ein bisschen. Bis ich die Kohle zusammen habe. So, die große Lady ist gerade durch meine Hand gestorben. Nice. Du Killer. Die Lady Dimitrescu. Dimitrescu. Hast du richtig gehört, Ingo? Muss ich hier denken? Nee, einfach nur zur Bank. Wollte jetzt schon sonst wohin gehen. Ah, guck mal, wie er wieder nach Hause gekommen ist. Nein, dies. Flugschreiber. Haben wir. Dafür alle 7 Punkte hat der gehabt? 7 Wolfram? Oder 8? Den müssen wir auf jeden Fall nochmal losschicken. Ich bin auch am überlegen, ob wir den draußen vielleicht mal irgendwo. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? Earthgov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver! Eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Keine Straße so chinesisch zu verbessern? Wieso nicht? Wieso sollte ich das denn nicht verbessern? Wo schickt er mich denn lang? Über 400 haben wir jetzt. 7 Minuten Luft.
Aber du kennst dich ja offensichtlich mit dem Spiel aus, ne? Kannst du mir sagen, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dieses automatische Ausrichten, sobald ich Boost drücke? Kann man das irgendwie ausmachen? Dieses automatische Ausrichten? Sobald ich Boost drücke?